Ah, okay. Ist schon wieder vorbei mit der Shooter-Passage. Wobei, könnte jetzt ein Boss, könnte jetzt Bosszeit sein, aber ist dann Professor R. ein Boss hier? Warum will sie den umbringen? Genau. Und wer ist die Göttin? Die Göttin der Fruchtbarkeit. Now this is a surprise. Zach. You're surprised. This is my house. And I can set foot wherever I please within my own house. Or is that against the law now too, FBI? Where's Professor R? I know she came here. 100 years ago, my father, Isaac Clarkson, came to this town and subjugated its people with his might. In time, he created an empire that put the entire southwest region of Louisiana right in the palm of his hand. Whenever any of his kin betrayed him, he'd cut them limb from limb and make an example of them. The shadows need a way of keeping the balance too, you see. That's why the severed roots exist. Sometimes they chop a fella's ears off, or maybe scoop his eyes out. Then they chop off all the limbs. Either way, they all ended up looking the same in the end. No different from mixing up the ingredients in your food. But this is sick. Why would any soul ever need to line up the stumps all neat like this? Ein V. Den... Nee. What's happening in Lucari right now ain't right. It ain't nothing like what we got up to back in my day. You know, it kind of feels like what you call pure evil. I'll be real honest here. Right now, I'm afraid. Ich schätze mal, die Puppe stellt seine Frau dar, die so in der Gefängniszelle aufgefunden wurde. The evil that's taking this era by the balls is trying to gobble up Lucari too. Francis York Morgan, you FBI son of a bitch. Just what in hell did you come to this town for? Well, I hate to rain on your sensational parade of a monologue, but my answer is simple. I came here chasing a drug called Sang Rouge that's been steadily permeating the southern states. And I plan to arrest all the perpetrators involved in the name of justice. Oh, you sure sound like a devil, all right. So be it. You're free to interpret my words any way you like. Well, interpret this. You've come here to bring death and destruction to our town, or my name isn't P.J. Clarkson. You leave a mountain of corpses in your wake. So go on and suffer in the name of justice or whatever you want to call it. Zach, I'm willing to do whatever it takes to prove that we fight on the side of justice. But why was Philip here in the first place? I thought we were inside her mind. No need to answer, Zach. Moment mal, wann wurde denn etabliert, dass wir, wenn wir in die andere Welt gehen, in die Psyche von Leuten abtauchen? In wessen Psyche waren wir dann beim ersten? Wir waren in der Psyche... Das ist ein ganz neuer Interpretationsspielraum. Wir waren in der Psyche von der Frau von ihm, von der Mutter des Opfers. Und deswegen konnten wir das auch sehen.
Und genau, dann macht es aber keinen Sinn, dass wir ihn jetzt hier sehen, wenn wir in ihrer Psyche sind. Es sei denn, wir sind in seiner Psyche. The only reason this world so fun is because of all the mysteries it holds. Oder es ist nicht so einfach mit dieser Schattenwelt. Kanutour, ah, na dann viel Spaß. Ist das die Puppe, die ich über eine Sidequest mal zufällig... Wahrscheinlich. Die Puppe, nach der Galena so verzweifelt sucht. Zack, was meinst du? Das ist bestimmt die Puppe, nach der Galena gesucht hat. Also war mit Püppchen doch nicht Lies gemeint. Wobei, für sie mag es keinen Unterschied gemacht haben. Diese Puppe war für Glina sicher der Inbegriff einer unschuldigen Seele. Obwohl sie schon fast auseinanderfällt. Wie dem auch sei, ihre Besitzerin weilt nicht mehr unter uns. Aber Galina die Puppe jetzt auf den Grabstein zu legen, scheint mir irgendwie nicht das Richtige. Davon abgesehen ist Galinas Leiche immer noch im Polizeigewahrsam. Was nun, Zack? Ja, was nun? Na, was soll's, Zack? Behalten wir sie fürs Erste. Wir finden sicher noch heraus, wie sie uns von Nutzen sein kann. Das passiert im Film nie, dass jemand während seines Monologs niesen muss. Unrealistisch. Habe ich noch irgendwas zu essen? Nee, ich habe in meinem Koffer hätte ich 100 Lollis, aber ich habe hier nur natürlich Kaffee und Zigaretten dabei. Ich bin halt ein echter FBI-Agent. Was soll man sagen? Okay, gehen wir nochmal zurück in die Wirbelwelt. Oder raus, oder ins nächste Gebiet halt, so oder so. Kommt jetzt ein Bosskampf? Sind wir fertig? Wer kommt als Boss und warum und wann und wie? Und wie sind die Regeln? Wer weiß. Ah, okay. Es geht noch weiter. Wir sind noch nicht durch. Dann würde ich jetzt echt schön langsam gern was zu essen finden hier drin. Aber warte mal, wenn ich in der Psyche von irgendwelchen Leuten was zu essen finde, stillt das dann meinen realen Hunger? Es ist kompliziert, das Ganze. Die Käfer explodieren. Nee, der Riese. Hey, es gibt noch so viele Mysterien, die nicht geklärt sind. Ich glaube, diesen Satz von wegen, wir beschreiten jetzt den... Also der Fall kommt zum Abschluss. Ich glaube, den können wir ignorieren. Das ist ein Quatsch gewesen, was er da gesagt hat. Aber das verunsichert doch den Spieler. Warum sollte die Figur sowas sagen? Aber es gibt noch so viele ungeklärte Fragen. Das kann einfach nicht sein. Wurde schon gepatcht? Nee, wurde nicht gepatcht. Es gibt natürlich einen Day-One-Patch, aber ansonsten nichts. Swery hat ja schon gesagt, dass der an dem Patch arbeitet, gerade auch für die Framerate und so weiter. Aber zum Release haben sie es leider nicht mehr geschafft, das noch hinzukriegen. Aber sie wollten den Release jetzt nicht verschieben, deswegen.
So, wo geht's jetzt weiter, ist die Frage. Kann ich eigentlich, wenn ich hier drin bin, auf die Karte schauen und sehe ich dann eine Karte von der... Nee, sehe ich nicht. Schade. Wäre nämlich gar nicht schlecht. Ich habe gerade keine Ahnung, wo wir lang müssen. Gab es überhaupt irgendwo eine Abzweigung? Ah ja, hier ist eine Abzweigung. Ja, aber es geht eigentlich. Mir fällt das ehrlich gesagt schon gar nicht mehr aus. Auf. Das ist wirklich nicht. Wirklich nicht das Schlimmste. Irgendwie kann ich den nicht anvisieren. Aber gut, so geht's auch. Das wahrscheinlich aber auch einfach von Spielen wie zum Beispiel Earth Defense Force gewöhnt, weil Earth Defense Force quasi per Definition, per Spieldesign niemals 30 Frames haben kann, konstant. Weil wenn das Spiel 30 Frames hat stabil, dann hat es zu wenig Gegner auf dem Bildschirm. Das ist die, ich glaube, das ist die Designphilosophie. Wenn das Spiel flüssig läuft, dann denken sich die Entwickler, ah, da geht noch was. Packen wir noch mehr Gegner rein. 20 Frames tun es auch. Und insofern bin ich da, glaube ich, einfach auch nicht so empfindlich, was das angeht. Oh, hey. Oh, schön, langsam sollte ich mal mich um meine Lebensenergie kümmern, befürchte ich. Die habe ich gar nicht mehr im Blick gehabt. Ein paar Pflaster drauf, dann geht das. Nur zu essen habe ich leider echt gar nichts. Ne? Immer noch nicht. Nee. Na gut. Willkommen zurück, Mr. Hawkeye. Das ist gerade ein bisschen ungünstig, Spiel, die Zwischensequenz. Da sind Bomben vor mir. Selbst in die Luft sprengende Killerbombenkäfer. Aber gut. Natürlich. Tut es das. Ist immer cool. Kleine Geschosse nicht als Gegner zählen, macht es ein bisschen schwierig dann. Bis. Nee, warte mal. Bis 6 geht's. Bis 6 geht's standardmäßig. Aber ehrlich gesagt, habe ich mir schon gedacht, aber da muss man einfach mal schauen. Falls es jetzt irgendwie 6 Uhr ist und Deadly Premonition 2 und ich spiele immer noch Deadly Premonition 2, auch das weiß ich ja gar nicht. Vielleicht wechsle ich ja doch mal noch das Spiel. Aber wenn und wir sind wirklich kurz vorm Finale, dann könnte es sein, dass wir vielleicht auch ein bisschen länger machen. Das will ich nicht unbedingt ausschließen, aber keine Ahnung. Momentan weiß ich gar nichts. Vielleicht haben wir, weiß ich nicht, vielleicht hängt sich das Spiel in einer Stunde auf und dann sage ich, okay, gut. Guter Moment, um das Spiel zu wechseln und dann spielen wir ganz was anderes. Wer weiß. Ich weiß nicht, wo ich hin muss.
kann mich noch erinnern, dass in der Nähe der einen Tür, die sich da geöffnet hat, noch eine andere verschwurbelte Tür war. Und jetzt habe ich den Gang geklärt, jetzt... Aber wo und wie? Na, keine Ahnung. Nee, gecrashed ist das Spiel noch nie. Ich bin eben einmal in den Void gefallen. Das war ziemlich abenteuerlich, als wir dann übers Wasser geskatet sind und so weiter. Und zweimal hatte ich jetzt den wirklich nervigen Bug, dass ich plötzlich nicht mehr kämpfen kann. Dass ich die Waffe nicht mehr ziehen kann, nicht mehr boxen kann, nicht mehr sprinten kann, mich nicht mehr ducken kann. Und um mich herum sind Gegner. Das ist doof. Zum Glück hält der anscheinend nur relativ kurz an, der Bug, und dann geht's wieder. Aber das ist natürlich sehr ungut. Aber ansonsten hatte ich noch keine richtigen Bugs hier zu dem Spiel. Ah, da geht's weiter. Hab vor kurzem Teil 1 fertig gespielt. Wie ist Teil 2 bisher so? Ziemlich cool. Teil 2 gefällt mir echt ganz gut bis jetzt. Ist aber von der Stimmung her und vom Stil her und von vielerlei Hinsicht schon sehr anders. Hat ein anderes Feeling, aber eigentlich genauso weird sympathisch. Aber anders. Aber ich finde es auf jeden Fall bis jetzt, man muss mal abwarten, bis jetzt würde ich sagen, finde ich es wahrscheinlich genauso gut, genauso charmant wie den ersten Teil auf eine andere Art und Weise. Aber beim ersten Teil hat auch schon das Finale und dieses tragische Ende mit Emily und so weiter viel ausgemacht. Bin gespannt, ob die das beim zweiten auch noch so hinkriegen, dass das dann so einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Womit schießt man eigentlich? Die Hand. Die Hand verwandelt sich in so eine Baumpistole und dann macht er Piu-Piu. Und man schießt. Verbraucht aber trotzdem Gummigeschosse. Weil, naja, warum nicht? In der echten Welt hat man ja die Mr. Alligator Gummigeschosspistole. Und die verschmilzt in der Traumwelt hier. Quasi mit der echten Hand. As my back broke under all my father's expectations. Your cocktail was delicious. So delicious, in fact, that it carried me off into a dream. Ich habe mir das schon gedacht. Sie ist quasi als der Sohn von dem Mafia-Kerl geboren und hätte das alles übernehmen sollen. Und dann gab's quasi Professor R., Konflikte. What did you hope to achieve by coming back to this house? I don't believe for a moment that you'd ever risk your life just to get revenge on your father. Look.
Leonard Clarkson. That was my name when I lived here. Everyone called me Lenny. My father taught me all sorts of things so that I would grow up to become a proper heir. How to manipulate people. How to properly use tools such as violence and rewards. But I could never bring myself to care about any of it. You left this place in order to find your true self. But what did that achieve? In the end, you fell back into Lucare. And now you spend your time selling the new drug you created, preying on the weak. You and the Clarksons are exactly alike in that regard. No, you choose your victims indiscriminately, which makes you even uglier. Some people find joy in ruining themselves, offering up their lives to whatever they worship. This cycle has repeated itself since long ago. To me, it's the most noble of actions. Surely you must agree, Agent Morgan. Stop trying to rationalize your crimes with that dramatic gibberish. Vicissitudo, the Latin word used to describe a fluctuation between two polar opposites. Galena's body wasn't a declaration of war. It was this, wasn't it? Those severed roots were fakes. Who did you force to kill Galena? I can't believe you figured out that much. You're dangerous. What you're talking about is true madness, not some noble fairy tale. You're going to shoot me. Okay. Go ahead and shoot. Come on! Shoot me! The Clarkson bloodline is cursed. It needs purification. A blood purge! Speichern. Ist doch sie jetzt hier der Boss? Oder wie? Was hat sie da an den Tisch geritzt? Blatt. Ach so. Ja, okay, langweilig. Ich dachte, da steht irgendwas mit mehr Bedeutung oder so. Statt einfach nur Blatt. Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ah, mehr Dungeon. Das ist aber ziemlich lang. Der erste Dungeon ist so kurz, da sind wir so schnell durch und jetzt hier richtiger Ausdauer. Schlauch. Oh, noch einer. Dass sie nichts zu essen droppen können, bitte. Ich bin ziemlich hungrig. Darf ich mal kurz durch, bitte? Danke. Oh oh, nicht gut. Okay.
Ich finde den Soundtrack in den Dungeons irgendwie schön. Das gefällt mir irgendwie. Okay, das wäre jetzt wahrscheinlich der Raum, den ich machen muss, damit jetzt die andere Tür auf ist. Die da vorne ums Eck war, glaube ich. Hoffe ich. Oder ne? Ich weiß nicht mehr, wo der war. Ah, da vorne. Genau. Snap! Nicht sehr klug, zum Glück. Ich finde eigentlich fast ein bisschen, also das heißt, das kann ich so nicht sagen, aber in Anbetracht dessen, dass das Shooter-Gameplay so viel besser funktioniert als im ersten Teil, finde ich es fast schade, dass der Anteil an Shooter-Passagen so stark reduziert wurde. Aber gleichzeitig habe ich nichts dagegen, dass der reduziert wurde. Das war im ersten Teil mir schon auch zu viel. Ich mochte eigentlich immer die Dialoge und das Erkunden und das die Stadt lieber als das Schießen. Das Intro vom Ketchup-Song, ich glaube, den kenne ich nicht. Aber ich finde es echt witzig, dass er manchmal, wenn man Skateboard fährt, die Melodie aus dem ersten Teil summt. Oder pfeift, ich weiß gar nicht mehr. Das finde ich echt nett. Die Dialoge sind auch wirklich in Zeiten sehr toll. Ich finde fast sogar, das ist noch ein bisschen besser als im ersten. Von dem Humor her. Der ist manchmal noch ein bisschen mehr on point, finde ich. Ich musste schon ein paar Mal echt lachen. Jetzt habe ich schon wieder jede Orientierung verloren. Okay, gut. Nachladen. Machen echt Schaden. Im Vergleich zu den Scherenheinis, die überhaupt nichts tun, sind diese Spinnschlösser echt gefährlich. Gefährlich und winzig. Echt eine gemeine Kombination. Als würde er jetzt reicht's aber sagen. Die Monster. Vielleicht reicht sie auch.
Aha. Jetzt kommt der Bosskampf wahrscheinlich, weil hier darf ich meinen Altar nochmal überprüfen, ob ich da noch was ändern will, bevor es losgeht. Aber ich glaube, ich habe momentan überhaupt keine anderen Fetische, oder? So, aber wenigstens kann ich mir aus dem Koffer jetzt noch ein bisschen was zu essen holen. Jetzt wartet mal, ich habe sehr viele Pflaster. Ich brauche, glaube ich, wahrscheinlich im Bosskampf nicht so viel Heilung. Wie viel Kaffee haben wir eigentlich? Zigaretten sind schon nicht schlecht. Kekse? Essen wir ein paar Kekse. Das dürfte vielleicht schon reichen. Aber diese Selbstbräunungscreme habe ich irgendwie nicht verstanden. Da haben wir doch mal irgendwie 5 Tuben gekauft. Ich habe mir alle drauf geschmiert. Hat aber scheinbar nichts verändert. Komisch irgendwie. Und auch, ich weiß auch nicht, es gibt ja auch Sonnenschutzcreme. Ich weiß wirklich nicht genau, was das überhaupt bringt. Naja, schwarzer Kaffee noch für unseren Fokus und dann kann's losgehen. Speichern noch schnell. So. Ja, so ist das bei Francis Young Morgan. Lollis sind Hauptnahrungsmittel im Grunde.